Hallo zusammen. So, heute ist der Tag für Kleinigkeiten, ja? Ja, warum nicht? Gibt es auch so einen Tag? Ja, wir arbeiten jetzt an 4 Autos und einer ist schon weg. Wir hatten hier eine Concorde gehabt. Der Mann hat früher ein kleines Wohnmobil gehabt. Und er ist aus Berlin, hat jetzt der Concorde hier in der Nähe gekauft. Und dann sagt dann, ich gehe vorbei beim GNS und die alte Batterie, er hatte in dieser alte Wohnmobil hatte er Lithium, ja, hat er weggenommen und hier gebracht und will er gerne in Concorde zu bauen. Das haben wir heute Morgen gemacht. Er ist schon weg und jetzt haben wir hier ein kleines Sunlight T58. Er hat eine 100 Ampere Stunde Lithium-Batterie von GNS unter dem Sitzvariante und ein Modul auf dem Dach. Ja, wie gesagt, Kleinigkeiten. Dann hier links haben wir eine Knaus Box Life, so eine Custom-Waren. Ja? Und hier haben wir auch eine zusätzliche Modul auf dem Dach gebaut, plus vorne hier eine Spoiler, ja? Wegen der Fahrt. Hat er gesagt, dass der Wind ist zu laut hier vorne, wo der große Heckdach ist. Und deswegen haben wir einen Spoiler gebaut und dann ist ein bisschen besser, ja, wenn man fährt. Und dann da hinten haben wir eine Bürstner, ja, die ist, glaube ich, dritte oder vierte Mal zu uns gekommen, ja. Er will noch Kleinigkeiten haben, noch Kleinigkeiten. Haben wir die große verbaut, so Solar, Lithium, Wechselrichter und so weiter. Da war er letzte Woche oder vor 2 Wochen hier für eine Dusche. Ja, Florian, du weißt Bescheid. und dann heute ist er nochmal gekommen. Er will noch eine, will er noch Licht in Heckgarage. Noch eine Steckdose 230 Volt und noch eine Steckdose 12 Volt. Ja, dann machen wir auch. Und danach, darüber ist noch eine Knaus, der ist auch fast fertig. Die habe ich der Film von gestern gemacht. Nur müssen wir noch da anschließen beim Gas und so. Ansonsten alles da oben verdrahten. Heute Morgen hat Wally das gemacht. Oh, ja. Und das war's. Ja, jetzt konnten wir gucken kurz. Wie gesagt, der Sunlight T58. Ja, ist eine kleine, ganz kleine. Ja, es ist eigentlich, wenn wir gucken, ja, mal sehen, ob ich kann. Hier, der Sunlight und die Custom-Waren ist länger als der Sunlight. Ja, es ist ein ganz, ganz kompaktes Auto hier. Diese kleine Sunlight. So, dann gehen wir kurz auf dem Dach. Es ist nicht so sauber, dieses Dach hier, ja. Aber da haben wir sauber gemacht, wo haben wir unser Modul geklebt. Kein Problem. Und da die Dose auch. Und dann gehe ich hier links und haben wir hier unsere Modul gebaut. Er hat noch eine kleine 80er, glaube ich. Dann gucken wir kurz unter dem Sitz, wo die Batterie sitzt. Ja, mal sehen. So, da ist unsere GNS 100 Ampere Stunden Lithium-Batterie. Und dann hinten sieht man nicht mehr, ist der Solarregler auch da gebaut. Hier hinten gibt es die ganze Elektronik von diese kleinen Knaus Custom Waren, ja. Hier auch ein Booster dabei und so. So machen wir auch hier zu. Ja. Und dann gehen wir hier, wie gesagt, der hier, der Harmony, haben wir letztes Mal die Außendusche gebaut und hier bauen wir, jetzt bauen wir Licht in Heckgarage und eine Steckdose. Da unten arbeitet schon Wally und da oben kommt noch eine 12 Volt
Und dann diese Lampe bauen wir da oben. Ja? Und der Knauf, wie gesagt, von gestern, fehlen noch Kleinigkeiten hier mit Gas. Wir sind noch nicht fertig. Ja? Diese ist ein Durchtermin sozusagen. Der hatte normalerweise am 7. Dezember, glaube ich, oder 9., keine Ahnung, einen Festtermin, aber hat ja letzte Woche das Wohnmobil hier gebracht und hat gesagt, mach mal einfach Zwischenzeit, ich glaube, ist es schneller. Und hat er am Ende recht gehabt, so, wahrscheinlich morgen kann er abholen, so ist schon eine Woche oder 10 Tage früher als der feste Termin. Ja? Auf jeden Fall, das war's für heute. Florian, habe ich deine Nachricht gelesen? Ja, hatte ich keine Zeit, diese Lösung dazu zu filmen nochmal. Aber ich kann jetzt dir sagen, haben wir einfach, wie du gesagt hattest damals, haben wir einfach geschnitten und ganz am Ende, er war geschraubt und dann in der Mitte haben wir geklebt mit dieser guten Kleber, die Guido hat und hat fest, ganz fest geblieben. Aber der Mann ist, der war hier in der Nähe, in der Stadt, ja, und hat sofort das Auto abgeholt, als die fertig war und ich hatte keine Zeit mehr zu filmen, ja. Aber ist gut geblieben und ganz fest. Ja, Leute, das war's für heute. Gucken wir morgen, was noch kommt. Wie immer aus Mönchengladbach. Alles Gute für euch. Ciao, ciao. Bleibt gesund.